Hallo, schön, dass ihr heute hier seid zum 6. jährlichen Zeitgeisttag. Ich heiße Patti Zajak, wie ihr hier auch sehen könnt, und arbeite seit ca. 2012 mit der Zeitgeistbewegung zusammen. Hier im Frankfurter Chapter mit ein paar ganz netten Leuten. Heute möchte ich euch eine kurze Einführung zu der Zeitgeistbewegung vorstellen. Mit unseren heutigen Vorträgen versuchen wir unser Bestes, diese Botschaft als Ganzes zusammenzufassen. Es ist unsere Absicht, dass ihr am Ende dieses Programms ein klares und genaues Verständnis darüber habt, was die Zeitgeistbewegung ist und wie sie vorgeht. 2008 gegründet ist die Zeitgeistbewegung eine Organisation, die für Nachhaltigkeit einsteht und über ein Netzwerk regionaler Projektgruppen, Projekte, öffentlicher Veranstaltungen wie dem heutigen Zeitgeisttag oder dem Mediafestival sowie Veröffentlichungen in den unterschiedlichen Medien agiert. Ferner unterstützen wir Wohltätigkeitsaktionen. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass dies nicht das Ziel dieser Bewegung ist. Der Hauptfokus besteht darin, die Grundursachen unserer weltweiten sozialen Probleme aufzuzeigen und zu lösen, damit diese Wohltätigkeitsaktionen nicht mehr länger vonnöten sind. Unser Aktivismus basiert auf strikt gewaltfreien Kommunikationsmethoden mit dem Ziel, die Öffentlichkeit über die wahren Ursachen sehr vieler der heutigen persönlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Probleme aufzuklären. Die Menschheit verfügt über ein enormes Potenzial, mithilfe der verfügbaren Wissenschaft und Technologie einen angenehmen Lebensstil für alle zu ermöglichen. Jedoch wird dies aufgrund der innenliegenden Begrenzungen im derzeitigen System nicht ausreichend genutzt. Obgleich der Ausdruck Aktivismus hier in seiner Bedeutung korrekt ist, sollte die Aufklärungsarbeit der Zeitgeistbewegung nicht missverstanden werden, im Sinne der üblichen aktivistischen Protestaktionen, die wir aus früheren Zeiten her kennen. Vielmehr drückt sich die Zeitgeistbewegung hauptsächlich durch gezielte Bildungsprojekte aus, die dahingehen, einen Gedankengang anzustoßen, der sich auf Logik basierend stets selbst reflektiert. Das Bestreben der Zeitgeistbewegung ist im Wesentlichen sehr ähnlich zu denen von Zivilrechtsbewegungen aus früheren Zeiten. Aufgrund veralteter, etablierter Methoden, die unser menschliches Wohlbefinden sowohl strukturell als auch gesellschaftlich beschränken, erfährt der Großteil der Weltbevölkerung unnötiges Leid. Man kann sogar sagen, dass es heute in der modernen Welt eine Art Engstirnigkeit gibt, die nicht weniger heimtückisch ist als die Diskriminierung von Hautfarbe, Nationen, von sexueller Orientierung oder des Geschlechts. Diese Engstirnigkeit zeigt sich im heutigen Klassenkampf von verschiedenen Gruppen von Leuten gegeneinander um ihren eigenen Vorteil eifern und hierbei aufgrund der Belohnungspsychologie, die dem wettbewerbsorientierten Markt innewohnt, absichtlich auf das Wohlbefinden anderer verzichten. Jedoch ist diese innere Geisteshaltung in Wirklichkeit nur der Ausdruck eines übergeordneten Leidens, was wir als strukturelle Gewalt bezeichnen können. Diese Form der Gewalt ist der Struktur des Systems angehaftet und zeigt ein breit gefächertes Spektrum eingebauter Existenznot und Unmenschlichkeit auf. Sie wird heutzutage von einer unzureichend informierten Mehrheit einfach als normal angesehen. Wenn wir einmal einen Schritt zurücktreten und solche Realitäten betrachten, die eindeutig schädliche Auswirkungen auf die menschliche Existenz haben und die immer noch vom etablierten System unvermindert gestützt werden, dann stoßen wir in diesem Zusammenhang zwangsläufig auf die bürgerlichen Grundrechte und infolgedessen auf die soziale Nachhaltigkeit. In dieser neuen Grundrechtsbewegung geht es nicht nur um das Teilen menschlichen Wissens und unserer technischen Fähigkeit, Probleme zu lösen, sondern vielmehr darum, den Weg für ein wissenschaftlich geschlussfolgertes Gesellschaftssystem freizumachen, welches unser Wohlbefinden tatsächlich verbessert, anstatt es einzuschränken. Tatsache ist, dass alles andere ein Ungleichgewicht entstehen lässt und damit nichts weiter als eine versteckte Form von Unterdrückung ist. Insofern arbeitet die Zeitgeistbewegung also nicht nur daran, ein Bewusstsein für solche Probleme und ihre wahren Ursachen zu wecken, sondern auch daran, das Potenzial aufzuzeigen, über das wir verfügen, um das menschliche Wohlbefinden im Allgemeinen in hohem Maße zu verbessern. Dies kann zusammengefasst werden als die Anwendung der wissenschaftlichen Methode auf menschliche Belange. Die Zeitgeistbewegung ist ein aufkommender Bewusstseinszustand,
Es geht um einen Gedankengang, eine Weltanschauung. Wir sind nicht hier, um jemandem Ideen aufzudrängen oder irgendwen dazu zu bringen, der Bewegung als eine Art Club beizutreten. Vielmehr geht es darum, selbst für sich über den Wert und die Logik zu entscheiden, sodass sich die eigenen Absichten und Aktionen dementsprechend danach ausrichten. In vielerlei Hinsicht befinden wir uns alle bereits in der Zeitgeistbewegung, unabhängig davon, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Da jeder von uns ständig Informationen aus dem sozialen Umfeld erhält, sie umwandelt, weiterträgt und damit eine stetige Weiterentwicklung des Zeitgeistes an sich erzeugt. Die Frage lautet, ob wir uns als Spezies in die richtige Richtung bewegen und woran wir so etwas messen könnten. Gibt es Bezugspunkte, nach denen wir uns ausrichten können? Ja, die gibt es. Sie liegen in unserer Ausrichtung an die natürlichen Gesetze unserer Welt, die im wahren Kern über unsere Werte und gesellschaftlichen Ansätze bestimmen und somit, was es bedeutet, ein Mensch zu sein und einen Lebensraum zu haben. Wirf einen Blick auf unsere aktuelle Geldmarktwirtschaft und frage dich einmal selbst, ist das gut für die Erde? Ist kalkulierte Knappheit, Unausgeglichenheit, Verschleiß, Abfall, Verschmutzung und ständiger Konsum die intelligente Verwaltung unserer Erde, der Ressourcen? Übersteigen wir mit diesem Ausmaß nicht die Tragfähigkeit der Erde? Ein Ausdruck, den man heutzutage immer öfter hört, ist der eines neuen Gesellschaftssystems, genannt eine naturgesetz-ressourcenbasierte Wirtschaft oder kurz NGRBW. Es definiert sich als ein anpassungsfähiges sozioökonomisches System, das sich direkt aus physischen Bezugspunkten ableitet, welche durch die naturwissenschaftlichen Gesetze bestimmt werden. Die meisten Menschen sind sich dem aktuellen Stand der Technologie nicht bewusst, die wesentlich effizienter darin sein kann, die Bedürfnisse der menschlichen Bevölkerung zu decken. Trotz allem fordert dieser Ansatz alle Formen von heutigem Traditionalismus auf der Welt heraus. Das Handeln und Denken der dominanten politischen und finanziellen Institutionen werden nicht nur als inakzeptabel angesehen, sondern als tiefgreifend fehlerhaft und schädlich. Wir sollten im Hinterkopf behalten, dass moderne wissenschaftliche Kausalzusammenhänge, etwas, das wir heute als selbstverständlich annehmen, uns erst seit einigen hundert Jahren begleitet und uns Bewusstsein und Übung gebracht hat. Selbst heutzutage wird dieser wissenschaftlichen Denkweise auf gesellschaftlicher Ebene nur spärlich Respekt gezollt. Und wenn, dann lediglich als Antwort auf diverse ökologische Krisen aufgrund menschlicher, industrieller Handlungen. Zum ersten Mal seit langem haben wir Leute, die über eine grüne Lebensweise sprechen. Auf der Basis unseres derzeitigen wirtschaftlichen Systems kann jedoch eine optimale grüne Lebensweise nur schwer funktionieren, da jeder von uns stets im wirtschaftlichen Kreislauf eingeschlossen ist und die jeweilige Existenz von finanziellen Mitteln abhängig ist. Zum Abschluss dieser kurzen Einführung sollte also angemerkt sein, dass die wahre Revolution die Revolution von Werten ist. Nachhaltige Denkweisen gehen nachhaltigen Taten voraus. Und wenn unsere Werte nicht im Einklang mit den Naturgesetzen stehen, die unseren Planeten regeln, wenn unsere Werte nicht im Einklang zu dem stehen, was wahres menschliches Wohlbefinden fördert, dann können wir nicht erwarten, im gleichen Tempo weiterzuleben wie bisher. Es ist wichtig anzumerken, dass das Interesse der Zeitgeistbewegung ausschließlich global ist. Auf Nationen, Religionen oder andere trennende Ansichten werden in der Bewegung wenig Rücksicht genommen, da sie, wenn man sie alle genau betrachtet, allesamt aus Angst resultierende, menschengemachte Konzepte sind. Stattdessen sehen wir die menschliche Spezies als eine einzige Familie an, die unsere Erde als einen Lebensraum ohne Grenzen mit den gleichen Bedürfnissen teilt. Mögen wir daher zusammen in eine positive Zukunft gehen. Vielen Dank.